Wenn ich in einem Land wie Deutschland zum Beispiel aufwachse und häufig die deutsche Sprache höre, dann verändert sich mein Gehirn dementsprechend, dass ich diese Laute gut verarbeiten kann, aber vielleicht die Fähigkeit zur Unterscheidung von anderen Lauten verlieren kann. Also es geht immer einerseits darum, in der Entwicklung erstmal was aufzubauen, zu generieren und dann wieder zu optimieren, zu verändern.